Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Übersetzt wurde das Ganze hier von Phoenix Down von den Star Trends. Mit dabei ist wieder der Kilbill 152. Wie alle mal drauf besteht, dass ihr euren 1, kompletten 5, Nick. 158, Entschuldigung. Dass ihr euren kompletten Nick da habt, ja? Ja, logisch. Genauso der Kilbill Break. Kilbill ist ja immer ganz anders. Weißt du, wie ich meine? Guck mir mal rein, such nach Kilbill, da wirst du immer anders finden. Ja, okay. Also wie wenn ich zu dir sage, der Pick Hunter heißt jetzt nur noch Picker. Ja, wahrscheinlich eher Pick. Nee. Pick könnte man ja vielleicht noch ableiten, aber Picker. Nein, du bist ja der Picker. Nee, aber. Doch. Ja, das ist ein echt. Ich mach das jetzt auch mal so, ich kürze dich jetzt auch. Ja, aber dann ist das aber nicht Picker. Der erste Teil ist ja Pick und der zweite Teil Hunter. Und der erste Teil bei dir ist halt Kilbill und der zweite 158. Nee, Unterstrich normalerweise auch noch. Kilbill Unterstrich 158. Das ist ein. Naja, okay, egal, los geht's. Ja, was ist das denn? Na, eigentlich ist das ein Synonym für ein Leerzeichen. Damals, wo man noch kein Leerzeichen bei Dateinamen verwenden konnte, hat man zum Beispiel den Unterstrich genommen. Egal. Ja. Josef drückt einen Stein in der Wand. Josef sagt. Das Ding heißt Unterstrich. Ja. Ja, ist ein ASCII-Zeichen. Ja. Auf der Position 95 im Dezimalbereich. Oder als Hexadezimal 0x5f. Ja, das hat. Ja. Ist trotzdem das Ersatzzeichen für ein Leerzeichen im Dateinamen. Nicht unbedingt, das variiert. Das kommt auf den Kontext drauf an. Das wird unterschiedlich angesetzt. Eingesetzt würde. Aber egal, machen wir weiter. Jetzt sind wir uns einer Meinung. Manchmal ist es Leerzeichen, manchmal ist es ein Leerzeichen für Ruhe, versteht ihr? Es kommt auf den Kontext drauf an, wo es verwendet wird, aber es wird unterschiedlich benutzt. Deswegen ist es egal, machen wir weiter jetzt mal. Wir können ja mal die Zuschauer sagen, wofür wird das Unterstrichzeichen denn verwendet? Was meint ihr denn dazu? So, schreibt's mal in die Kommentare. So, die Schlitten sind hier. Warum versteckt er seine Schlitten fucking in der Höhle, statt sie bei sich im Haus im Keller zu packen, wie jeder normale Mensch? Egal. Ja, keine Ahnung, also, weil das in der Semischiele total geil versteckt ist, der Schlitten. So, haben wir jetzt hier den coolen Schlitten eingepackt, oder was? Anscheinend schon, ja. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, das muss wieder zurück. Warte mal, ich gucke jetzt gerade, hier ist das Kanu drin, also müsste ja hier auch der Schlitten drin sein, oder nicht? Ich hoffe. Ach nee, wir müssen jetzt hier durchgehen. Geilo. Ah, siehst du? Stell mal vor, wir werden zur Eishöhle gehören. Na guck, da ist eine Truhe. Das sieht doch schon verdächtig nach Schatz aus. Schlitten erhalten. Super. Geil. Geilo mal. Und dann müssen wir safen hier mit I. Info safe. This is. Und safe. Woher wussten wir, dass da ein Geheimgang ist? Ja, weil wir voll die Besser sind. Ja, wir sind die Besserwisser. Wir wissen alles besser. Ja. Wir sind doch besser als die andere. Absolut. Ja, ich kenne eine Menge Leute, die haben es nicht mal bis hierhin ausgehalten. Nee, die sind voll. Die meisten, die das heute anzufangen, das Spiel heutzutage, ja, die verzweifeln ja schon ganz am Anfang, weil sie nicht wissen, wo sie eigentlich lang gehen sollen. Ja, nicht so wir. Wir nehmen uns den Walkthrough. Und gucken, wo er lang muss. Na komm, das ist wenigstens von Phoenix Down geschrieben, der Walkthrough. Ja, das stimmt. Deswegen ist es okay. Oh, guck mal, wie das Kanu aussieht, wenn du nach oben fährst. Ja, eigentlich wie so ein Glückskeks, der fliegt. Naja, ich hab's schon mit was anderem verglichen. Schau dir dazu bitte die erste oder zweite Folge, war's glaube ich, an. So, jetzt gehen wir in die Schneefelder, sagst du. Ja. Cool. Hoffentlich treffen wir da auf den Yeti. Dann können wir endlich mal Yeti-Fleisch ernten. Yeti-Fleisch. Komm schneller hier. Oh, komm, nein, ich brauche keine Tränen. Ich brauche einen Laserpointer. Aufs Maul gibt's drin. Cool, da wird ein Bett für einen Schlitten. Haha, geilo. Ja, geil, ne? So richtig so ein Segelschlitten-Ding. Hier ist nicht mein Gegner. Ist viel zu kalt für Gegner, oder was? Also ich find's ja geil, irgendwie. Geilo. Oh, doch, Gegner. Oh ja. Kampf gegen ihn. Los, komm, Josef. Box ihn dann rein, den Eisbeast. Oh, noch 33 HP abgezogen. Geil, schlägt mal daneben, Alter, der Trottel. Nee, geil wurde geschlagen. Oder wie? Egal, komm, auf hier. So ist er tot. Man kann sogar Waffen duplizieren. Gibt's einen Glitch dafür, ja? Ja, gibt's einen Glitch. Zum Waffentuben. Ja. Geil. Da ist der Eingang, guck mal, ich hab ihn gefunden. Yay.
Da muss man hin. Guter Raten. Denk dran, Feuer soll helfen in der Eishöhle. Und bei Untoten kannst du mit Heilzauber den platt machen. Ah ja, stimmt. So, jetzt sind hier aber noch keine eismäßigen Gegner. Hier sind noch normale Gegner. Mhm. Boah, dauert das sinnlos scheiße lange, ey. Ohne Mist. Mhm. Also das Levelsystem, so gut es mir auch gefällt, dass das gelevelt wird, was man wirklich benutzt, genauso kacke ist das, weil man einfach nicht vorwärts kommt, ey. Ja. So, jetzt hier. Kampf, Junge, bam. Magie. Feuer. Beep. Feuer, beep. Sind's gleich wieder, Leute. So, wir sind wieder da. Und was wollte ich jetzt? Ich wollte hier feuern, die Leute. Guck mal den Glatzkopf an. Ich weiß. Voll krass, oder? Warte mal, doch, der kann hier mal ein bisschen heilen. Und zwar sich selber. Was ist denn der eigentlich für Magie? Nichts. Nichts. Der ist einfach dumm. Er kann nichts. Ja, dumm. Okay, alles klar. Instant Death. Ja, Feuer ist gut und weißt ja, ne? Ja. Genau. Ja, mal gucken, ob jetzt hier was sitzt. Wow, 90. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber die ist ja auch mehr auf Blitz getrimmt, glaube ich, hatte ich die. Nein. Egal. Ich glaube auch noch 62 Jill, von daher. Gehen wir einfach mal eiskalt oben rum zu der Truhe. Na? Ja, da gibt's ein EG, Quatsch, gibt's so ein cooles Schwert und Rüstung und so. Cooles Schwert und Rüstung. Ja, soll es geben. Ich bin gespannt. So ein Schild und Rüstung. Okay. Oh, Zombies und was ist das? Da kannst du mit Dead Lives machen. Mit du heilen. Heilen sie schnell. Ja, gute Idee. Hier, Maki. Heilen. Nicht auf sich selbst, Mann. Das ist so ein bisschen buggy. Heilen auch? So. Wenn man nicht dann den Knopf nur ein Millisekündchen zu lange gedrückt hält, ja, dann geht das weiter. Marquis. Machen wir auf den und Josef, der muss halt kämpfen. D-Licht auf Guy 0. Firion auf D-Licht. D-Licht. 20 HP. Soll Deadlish heißen. Das hat er nicht übersetzt. Lish heißt ja sowas wie. Was ist denn das Lama Lish? Das ist vor allem so mit Toten. Also ich glaube, dass es den überhaupt nicht beeindruckt hat mit dem Heilen. Doch. Schon. Nee, das hat den HP gegeben und keiner Schaden. Und den könnte es jetzt Schaden geben. Heil 1, kein Effekt. Nicht? Nee. Geht aber. Aber jetzt, der hat es jetzt geschafft. Ah, also geht's halt bei jedem. Also muss mehr bei jedem. Naja, komm, wir boxen einfach weiter und fertig. Ja, nee, schon klar, aber man könnte es ja trotzdem mal ausprobieren, ne? Ja, ja, das funktioniert definitiv. 150 Gil erhalten. Aber nice. Nur bei manchen, ne? Oh, wie mich die Encounters schon wieder extremst nerven, ey. Marquis, Feuer auf alle Gegner. Kampf auf den da unten und Joseph macht ja auch mal Boxing. Wahnsinn. Joseph, Ice Beast, bam! Ist voll geplatzt, ey. So. Kein Effekt, weil er daneben gehauen hat, der Trottel, ey. Nee, weil er ein Eisschwert hat, nicht Quatsch. Erstmal guck, die Schwerter sind jetzt auch blau. Weißt du warum? Ja, weil jetzt nicht mehr genug Farben dafür da sind. Genau. Ist die Palette leider zu klein. Richtig, stimmt. Ne, die Farbpalette hat er schon mehr. Nicht die Palette ist zu klein, sondern die Farben gleichzeitig darzustellen auf einem Screen. Das ist. Ja, das ist doch die Palette. Naja, die. Das ist die aktuelle Palette. Du kannst die alle Farbpalette Farben. Die Farbpalette NES sind 64 Farben. Du müsstest theoretisch alle möglichen Farben darstellen können, bloß eben nicht gleichzeitig, weil du kannst gleichzeitig bloß halt 16 Farben anzeigen. Und diese 16 Farben ist die aktuelle Palette. Genau. Super Treffer! Na los, jetzt komm hier, box das Pferd. Oder was auch immer das ist. Der Lemur. Lemur. Nichts. Einer war ganz schön niedergeschlagen. Oh, das ist eine Tür. Und da ist eine Treppe. Und die ist zu, fuck. Echt? Ja. Komm nicht durch. Okay. Dann müssen wir aber durch. Bestimmt den. Die Glocke, die kriegen wir noch hier. Mit der Glocke kriegen wir die Tür auf? Ja, Glocken machen Türen auf. Ist ultra geil, so eine Geschichte, ne? Das ist auch verdammt logisch. Ja, total. Wenn du irgendwo rein willst, was machst du? Klingeln. Genau. Cool. Wo hätten wir das dann damit, oh ja, Typi muss mal geheilt werden dann demnächst. Achso, da sind hier... Lemur.
60 AB gestorben. Drei Kühne. Sprich mal mehr ins Mikrofon, du warst schon wieder total unscharf vom Ton her. Du musst das nächste machen, und zwar mit dem blauen Ding ein bisschen anlegen, und dann musst du es noch mehr anlegen, dann gehen die auch zwei. Nächstes zweimal ist das mit dem Crew. Ich glaube, er spricht nicht mit uns. Ja? Sprichst du mit mir? Auch. Auch. Okay. Unterschiedlich. Ah, okay. Ist klar. Nee, da kommt noch ein Sinn, so wie das noch ein Sinn. Leider noch ein Sinn, kommt noch ein Sinn. Ja. Ja, ja. Ja. Du musst jetzt erstmal eine Heilaktion machen. Heilmark. Lisch. Hier wird es gleich nochmal geschrieben. L-I-C-H, ne? Lich. Ja. D-Punkt-Lich. Ja, das heißt Dead-Lisch. Aber Lisch war doch auch ein Name für. Englischer Name für wie Tod oder so, ne? Ja, nicht, dass ich wüsste. Ja, Lisch. Untoder, genau, jetzt haben wir es. Gesundheit. Lisch heißt Untoder. Echt? Ja. Ein Zombie? Eine fiktionale Figur. Aus dem, aus dem Rollenspiel Dungeon and Dragons. D&D, ach so? Echt, ja? Ja, daher kommt aber Lisch. Lisch. Also, und dann. Da heißt es wahrscheinlich Lick, kommt von vielleicht Licker. Nee. Wo kenn ich denn den Gegner Licker? Ja, die kennst du von Resident Evil 2. Ach ja, okay. Ja, der andere Zunge. Mhm. Die Licker. Heißt eigentlich Liker, aber ist okay. Licker. Klingt irgendwie. Das kann kein Liker sein. Nein. Das klingt ja total. Sind Licker, hast du recht. Ekelhaft irgendwie. Ja. Ey, guck mal, ich bin voll der Liker. Ich bin voll der Licker. Ich hau dir jetzt den Kopf ab, weil ich so voll der Liker bin. Mhm. Weißt du? Das ist komisch. Ist klar. Frost erhalten, aber geil. Marquis. Tja, wem bringen wir Frost bei? Frost, wo ist Frost? Feuer? Nur ein Feuerbuch. Mhm. Knoblauch. War das gerade eine Mikrowelle? Das ist ein Objekt, cool. Die Mann. Oh, ich muss auch noch Mittag essen heute unbedingt, ey. Hab ich mir was richtig Geiles ausgedacht. So ein richtig schönes Schnitzel mit Käse überbacken. Schnitzel mit Käse überbacken, ja, das ist eine gute Idee. Das klingt doch ein bisschen Premium, oder? Das klingt nach. Haben wir ihn. Haben wir. Oh, guck mal, Gegner. Ein Doppelkopf. Ist das nicht so ein Oma-Spiel-Doppelkopf? Nee, das nennt man das gleich. So Chimäre, aber nee, Chimäre sind ja mit mehreren Tieren. Aber die haben ja auch meistens Doppelköpfe. Die Chimäre. Mhm. Ah, okay. Sehr beliebt damals in den RPGs gewesen. Da hast du mindestens immer eine angehoben. Na. Ey, aber, Alter. Da kann ich jedem nur empfehlen, sich dieses Spiel anzugucken, der schon 18 Jahre und älter ist, ja. Und zwar das Spiel von Telltale, hier The Walking Dead, hier dieses Adventure, es ist absolut hammer-affen-geil, ey, ohne Scheiß, du. Moment, du das sagst. Da kann ich richtig empfehlen. Keine Ahnung. Gibt's nicht mal für, gibt's sogar für vergleichsweise schmales Geld, sag ich mal, in Steam zum Beispiel. Also ist schon so ein Halbpreistitel, ja, aber lohnt sich definitiv, ey. Und da musst du immer Entscheidungen tun. Mhm. Musst du halt entscheiden, zum Beispiel, wen von den Charakteren willst du jetzt retten? Wenn du mit denen redest, mit den Leuten, dann musst du dich entscheiden, was du zu denen sagst. Hast halt immer 3-4 Auswahlmöglichkeiten, was du sagen kannst, so. Und je nachdem, wie du das sagst, entwickelt sich ein bisschen die Geschichte anders. Das ist voll cool. Und das ist auch so wie Serien gemacht. Das ist in Episoden unterteilt und dann sogar noch in Seasons. Voll Premium. Und The Walking Dead ist sowieso eine verdammt rattengeile Geschichte. Ja, das stimmt. Rattengeil! Die Fernsehserie war geil. Das basiert auf einem Comic. Und ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt im Humble Bundle ist aktuell noch das Comic drin, 2 Bänder. Mhm. Ob ich mir das Bundle hole für bis mich $11 oder wie viel das da gerade kam.
Nee, 11 Tage war es noch drin, wo ich geguckt habe das letzte Mal. Aber, also, wenn die Comics so gut sind wie das Spiel, und die Comics sind wahrscheinlich besser als das Spiel, weil so ist es ja immer, Comic und Buch ist immer besser als der Rest, ja. Also, dann ist das echt Premium. Highlight. Ich bin sonst nicht so der Comic-Typ, ja. Ich habe nie hier die Mickey Maus gelesen oder so. Ich habe mir die Mickey Maus damals gekauft, die Zeitschrift, wegen den Extras, die da drin waren. Ja, genau, ich auch. Aber nur deswegen, ja, das Ding rausgenommen, ja. Und dann im Prinzip die Zeitung sofort weggeschmissen, wenn du so möchtest. Richtig. Also weggeschmissen so, nicht, aber ja, dann habe ich... Mal hast du nochmal durchgeblättert, ne? Dann, ja, man hat es ja noch ein, zwei Mal durchgeblättert und dann habe ich mir vorgenommen, ja, dann liest du mal die Comics, weißt du, aber es ist nie dazu gekommen. Du machst ja Sachen, Eis erhalten. Yes. Cool. Ja. Ja, also. So, geht's dann im nächsten Part weiter, liebe Leute, wenn wir dann hier weitermachen hier drin, ne? In der Fassille und suchen immer noch diese Mundlocke. Yeah. Wir wollen ja mal zusammengefasst. Back to the topic kommen hier, ne? Back to topic. Ja, man kann hier ein bisschen so off-topic. Ja, ja. Das interessiert doch die Leute brennend. Am Ende sollte mal wieder zurückkommen. Ja. Wir sind nämlich hier auf der Suche nach der Kugel, Glocke, nach der magischen Glocke. Ne, weißt du Bescheid? Also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Mhm.